Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. So, meine Damen und Herren, sehen Sieger aus. Guten Abend zu den Tagesthemen. Jedenfalls strahlten Sie wie Sieger, als die Verhandler der SPD gestern dieses Foto twitterten und ihre Partei überraschten. Nicht, weil endlich ein Koalitionsvertrag stand, darauf hatte man nun bereits 22 Stunden gewartet, sondern vor allem, weil sie mal eben die Parteiführung ausgewechselt hatten und auch einen Minister, der wohl auch deshalb auf diesem Foto nicht zu sehen ist. Sigmar Gabriel ist seinen Job als Außenminister wohl bald los, weil es Martin Schulz nun selbst machen will. Sigmar Gabriel wirft seiner Partei in einem Zeitungsinterview nun Wortbruch vor und kritisiert einen so wörtlich respektlosen Umgang. Dass nun auch der zuletzt so beliebte Gabriel mit seiner Partei so hart ins Gericht geht, dürfte die ohnehin schon angespannte Stimmung in der SPD nicht besser machen. Fragen wir nach bei Moritz Rödle in Berlin. Wie reagiert die Partei auf diesen Vorwurf? Na, es gibt wenig Reaktionen. Aus dem Willy-Brandt-Haus heißt es ganz schlicht nur, kein Kommentar äußern will sich niemand offiziell, wohl auch, um nicht noch mehr Öl ins Feuer zu gießen. Man kann sich aber vorstellen, dass die SPD alles andere als glücklich ist über die Einlassung des ehemaligen Parteichefs. Man war gerade so stolz, dass man einen aus SPD-Sicht durchaus positiven Koalitionsvertrag hinbekommen hat, wollte damit jetzt auf Werbetour fürs Mitgliedervotum gehen. Und in diese eigentlich gute Stimmung grätscht Gabriel voll rein. Er greift ja nicht nur den noch Parteichef Schulz an, den er wahrscheinlich im Blick hat, sondern auch die komplette Parteiführung mit Andrea Nahles und den 6 Vizevorsitzenden. Dass das der SPD in der jetzigen Situation wahrlich nicht hilft, das ist relativ offensichtlich. Und nach der Rücktrittsankündigung von Parteichef Schulz, die ja heute schon die öffentliche Debatte bestimmt hat, wird es wohl nun auch morgen in der Diskussion nicht um Inhalte, wie die SPD eigentlich wollte, sondern um den Konflikt mit Sigmar Gabriel gehen. Das klingt danach. Danke, Moritz Rödle. Für die schnelle Einordnung. Ja, ein Nachbeben der nächtlichen Entscheidung ist heute auch in jener Partei zu spüren, die ihren Groll über die Chefin normalerweise nur hinter verschlossenen Türen äußert. Denn dass die Kanzlerin nicht wenige Themen und vor allem wichtige Ministerien der SPD überließ, lässt heute viele an der CDU-Basis zürnen. Bevor ich gleich mit dem CDU-Minister Peter Altmaier über die gestrigen Beschlüsse spreche, berichtet Christin Joachim über den Tag danach bei der CDU. Kriegsrat auf dem Marktplatz in Biberach. Die CDU-Basis hier ist unzufrieden mit dem, was die Chefs gestern in Berlin verkündet haben. Vor allem der Verlust des Finanzministeriums an die SPD schmerzt hier im Schwäbischen besonders. Dann auch die Ressortverteilung. Also da war ich dann geschockt, dass wir also das wichtige Finanzministerium an die SPD abgehören. Also das war ein dicker Hund, was da abgegangen ist. Also mit dem bin ich total nicht einverstanden. Wolfgang Schäuble war ein Garant. Schwäbisch, mir hockt, der ist auf der Kasse gesessen, mir gäbe nichts. Die Angst, dass bei der SPD das Geld lockerer sitzen könnte, herrscht nicht nur an der Basis, auch in der Bundestagsfraktion Skepsis. Deswegen kommt jetzt große Verantwortung auf die Kolleginnen und Kollegen aus dem Finanzausschuss und aus dem Haushaltsausschuss. Wir werden da etwas besser aufpassen müssen als in der Vergangenheit. Hochzufrieden hingegen Horst Seehofer und seine CSU. Die Partei nickt den Koalitionsvertrag heute als Erste ab. Ein Schelm, wer hier an Schadenfreude denkt. Über die Ressorts hätten die Parteien am Ende erbittert gestritten. Die SPD habe sogar gedroht, die Koalition platzen zu lassen. Das hat stundenlang gedauert. Auch mit stundenlanger Sprachlosigkeit darf man durchaus sagen. Ich habe gar nicht gewusst, dass Menschen so lange schweigen können. Die Presse sieht heute 2 Gewinner und eine Merkel. Merkel habe der SPD die Regierung geschenkt. Hat die Kanzlerin schlecht verhandelt? Für den Ministerpräsidenten in Schleswig-Holstein gab es für die CDU keine Alternative. Die Ressortverhandlungen werden immer ganz am Ende geführt, da wo alles spitz auf Knopf steht und wo einfach das Potenzial oder der Druck auf dem größten Partner am meisten lastet, diese Regierung hinzubekommen. Denn jedem ist ja auch klar gewesen, wenn es gescheitert wäre, hätte es auch für die CDU Schwierigkeiten bedeutet. Der Wirtschaftsflügel der Union sieht das Ganze wesentlich drastischer. Für unsere Partei könnte sich der 7. Februar 2018 als Zäsur herausstellen, als Anfang vom Ende der Volkspartei CDU. Denn spätestens seit der neuen Ressortverteilung läuft die CDU Gefahr, ihre Überzeugung in zentralen Bereichen wie der Europa- und Haushaltspolitik aufzugeben. Der Unmut in der CDU lässt Angela Merkel schwach aussehen. Manche sehen gar eine Merkel-Dämmerung. Ihre Kritiker zu besänftigen könnte schwer werden. Weil natürlich gerade auch die junge Generation mitgestalten will, mit an den Kabinettstisch will. Und das sehe ich eher kritisch. Also ob es länger als 2, 2,5 Jahre hängt, wage ich zu bezweifeln.
Erste CDU-Mitglieder fordern schon eine Mitgliederbefragung wie bei der SPD. In den Social-Media-Kanälen klingt das so. Gibt es No GroKo auch in Schwarz? Hält man das in Biberach auf dem Marktplatz auch für eine gute Idee? Vielleicht ist man als CDU-Mann oder Mitglied der CDU froh, dass die CDU-Basis im Moment nicht gefragt wird. Und in Berlin begrüße ich nun den Kanzleramtsminister und derzeit auch geschäftsführenden Finanzminister Peter Altmaier. Guten Abend, Herr Altmaier. Guten Abend. Herr Altmaier, sind Sie auch glücklich, dass Sie die Basis gerade nicht befragen müssen? Ich bin vor allen Dingen erleichtert, dass wir die Chance haben, in Deutschland demnächst eine neue Regierung zu bilden. Die Menschen haben mit zunehmender Unverständnis registriert, dass sich erst die Jamaika-Koalition, dann CDU und SPD über viele, viele Wochen mit dieser Frage beschäftigt haben. Die Probleme können nicht länger warten. Deshalb, wir bekommen eine neue Regierung, das ist gut. Und das Zweite, auch wenn ich mir manches hätte anders vorstellen können im Einzelnen, wir haben einen sehr guten Koalitionsvertrag. Mit dem sind auch alle in der CDU zufrieden. Bei der SPD übrigens auch. Das spricht dafür, dass beide Seiten fair miteinander verhandelt haben. Aber Ärger gibt es jetzt in Bezug auf die Ressortverteilung. Horst Seehofer hat heute gesagt, dass die Union die drei wichtigen Ministerien, vor allem das wichtige Finanzressort, hergeben musste. Sonst hätte die SPD die Verhandlungen platzen lassen. Hatte Angela Merkel also gar keine andere Chance, als sich erpressen zu lassen? Also erster Punkt ist, dass wir selbstverständlich als Union die Bundeskanzlerin stellen. Wir stellen den Verteidigungsminister, wir stellen den Innenminister, wir stellen viele wichtige Ressorts, die für die Bürger und für den Wohlstand in diesem Land entscheidend sind. Und dann ist es so, dass es Ressorts gab, die von allen Partnern begehrt waren. Dazu gehört beispielsweise das Finanzministerium. Wir haben das Finanzministerium abgegeben, was uns ganz, ganz schwer gefallen ist. Wir haben dafür aber das Wirtschaftsministerium, das Ministerium von Ludwig Erhard, bekommen, zum ersten Mal übrigens seit über 50 Jahren. Und ich glaube, es hätte kein Bürger verstanden, wenn ein Postenstreit zwischen Koalitionspartnern eine Regierungsbildung für dieses Land gescheitert wäre. Wir haben doch eine Verantwortung, auch für unsere eigenen Parteien natürlich, aber vor allen Dingen eine Verantwortung für das Land. Und dieses Land braucht dringend eine neue Regierung. Herr Altmaier, Sie sagen, Sie haben das Wirtschaftsministerium. Das wollen Sie jetzt nicht allen Ernstes mit dem Finanzministerium aufrechnen, oder? Ich erinnere mich an einen Spruch von einem Wirtschaftsminister, Günter Rexroth, der hat mal gesagt, Wirtschaft wird in der Wirtschaft gemacht. Das ist nicht wie bei einem Finanzministerium. Ich glaube, dass es immer auch sehr stark davon abhängt, welchen Stellenwert ein Ministerium in einer Regierung hat. Ganz zu Anfang im Wirtschaftswunder war es so, dass alle nur über das Wirtschaftsministerium geredet haben und nicht über das Finanzministerium. Es gab in der Zwischenzeit dann ganz unterschiedliche Konstellationen, aber Tatsache ist doch, nur wenn es unserer Wirtschaft gut geht, nur wenn sie Vertrauen hat, dass der Staat die ordnungspolitischen Rahmenbedingungen einhält, dass er nicht alles den Menschen wieder wegnimmt, was sie zusätzlich erwirtschaften, dann investieren die Menschen, dann werden neue Arbeitsplätze geschaffen. Und deshalb sind Wirtschaft und Finanzen immer im Zusammenhang zu sehen. Dass wir das Finanzministerium gerne behalten hätten, noch einmal, das ist kein Geheimnis. Ich war ja selbst als geschäftsführender Finanzminister auch damit beauftragt, das, was Wolfgang Schäuble erreicht hat, in der Zwischenzeit mit abzusichern und die Kontinuität zu wahren. Aber noch einmal, ich glaube, es wäre falsch, wenn man die Ministerien und die Staatssekretäre höher stellt als die Inhalte. Wir haben Millionen von Menschen im Koalitionsvertrag entlastet, beim Kindergeld, das erhöht wird, beim Soli, der für 90% der Menschen abgeschafft wird, bei Investitionen in Schulen und Bildung. Das sind die entscheidenden Themen und nicht die Frage, welches Ministerium von welcher Partei verwaltet aber wird. Das war doch schon ziemlich irritierend. Horst Seehofer hat heute gesagt, dass man sich stundenlang anschwieg, bis die CDU dann endlich einwilligen musste. Bis jetzt hat die Kanzlerin ihre Kontrahenten immer erfolgreich ausgesessen in solchen Verhandlungen. War es diesmal tatsächlich andersrum? Dass es viele Stunden gedauert hat, ist doch ein Beweis dafür, dass sich niemand diese Sache leicht gemacht hat. Und dann ist es so, in einer Koalition, zumal mit drei Parteien, ist es doch ganz klar, dass zunächst einmal die größte Partei den ersten Zugriff hat und deshalb stellen CDU und CSU die Bundeskanzlerin. Und es ist dann selbstverständlich auch die Gepflogenheit, dass der nächstgrößere Partner dann auch die Möglichkeit haben muss, ein Ministerium zu besetzen, das ihm besonders wichtig ist. Wir haben als CDU und CSU im Übrigen diese Verhandlungen gemeinsam geführt.
Ich glaube, dass es wichtig und gut ist, dass das Innenministerium in den Händen der Union geblieben ist und dass es mit Horst Seehofer besetzt ist. Wenn es Horst Seehofer gelingt, in der Innenpolitik die Verbrechen und die Einbruchsdiebstähle so erfolgreich zu bekämpfen, wie das in Bayern geschehen ist, dann werden ihm viele, viele Millionen Deutsche ihre Anerkennung nicht versagen. Und ich bin froh, dass wir es geschafft haben, insgesamt alle Ministerien, die für Digitalisierung zuständig sind, die für die neuen Zukunftstechnologien zuständig sind, in den Händen von CDU und CSU zu behalten. Also ich glaube, das Bild, wenn man es von nahem betrachtet, es ist nicht schwarz oder weiß, es hat viele Schattierungen. Und jetzt kommt es darauf an, dass wir nach vorne schauen und dass wir über die Sachfragen diskutieren und nicht immer nur über das Personal. Mhm, aber über das wird gerade rege in Ihrer eigenen Partei sehr viel diskutiert. Zumindest die SPD hat ja, Herr Altmaier, nach diesem zähen GroKo-Ringen die Konsequenz gezogen und sich an der Spitze erneuert. Wie lange braucht Ihre Partei dafür? Die CDU ist an ihrer Spitze gut aufgestellt. Ich bin auch sehr überzeugt, dass nach den Diskussionen, die wir in der Basis an der Basis führen, an denen ich mich auch am Wochenende beteiligen werde in meinem Wahlkreis. Ich bin überzeugt, dass wir am Ende ein sehr klares Signal auf unserem Parteitag geben werden, dass die Union geschlossen und einig diese Koalition mitträgt, dass es auf dem Weg dorthin kritische Fragen und kontroverse Debatten gibt. Das zeigt, dass die CDU eine lebendige Partei ist. Wo nicht diskutiert wird, kann auch nicht entschieden werden. Deshalb, ich sehe diese Debatten, auch wenn ich persönlich überzeugt bin, dass manche Kritik zu widerlegen ist und widerlegt werden kann. Ich sehe diese Debatten auch als einen positiven Beitrag zu einer politischen Kultur. Vielen Dank, Peter Altmaier, für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Ja, die alte Regierung baut vielleicht auf ein paar neue Bewohner im schwarz-roten Mehrgenerationenhaus. Einer, der sicher einziehen soll, so die neue GroKo tatsächlich kommt, ist CSU-Chef Horst Seehofer. Der zeichnet dann künftig neben Innerem und Heimat auch für die Bereiche Bauen und Wohnen verantwortlich und muss sich damit in der Neuauflage der Zusammenarbeit von Union und SPD auch mit der Frage beschäftigen, wo Millionen Deutsche bleiben, und zwar im Wortsinn. Welche Bleibe kann sich wer leisten und wer kann einpacken? Die Ideen, die die GroKo für bezahlbaren Wohnraum aus der Kiste zieht, hat Svea Eckert mit denen getestet, die auspacken wollen, in einem neuen Zuhause. Mit dem Makler auf dem Weg zum Besichtigungstermin. Familie Resthoff sucht ein Haus. Aus dem Alten müssen sie raus wegen einer Kündigung auf Eigenbedarf. Die beiden großen Jungs gehen hier im Stadtteil zur Schule, der Kleine in den Kindergarten. Knapp 430.000 Euro soll dieses Reihenhaus kosten. Die Renovierung kommt noch obendrauf. Gut eine halbe Million Euro für gerade einmal 90 Quadratmeter. Eigentlich zu klein. Ich will das Haus am liebsten kaufen. Ja? Ein Haus kaufen für Familien, das soll einfacher werden. Eine der wichtigsten Maßnahmen von Union und SPD, das Baukindergeld. 1.200 Euro pro Kind und Jahr vom Staat geschenkt. Es wird natürlich irgendwie pro Jahr ausgezahlt und die Kaufnebenkosten muss man sich trotzdem erstmal ansparen. Das ist schwierig genug als Familie, aber grundsätzlich ist das für uns natürlich zu begrüßen. Rund 100.000 Euro auf der hohen Kante. Das bräuchten sie als Startkapital, um überhaupt an einen Kredit für ein Haus in der richtigen Größe zu kommen. Das verlangen die Banken natürlich auch zu Recht, damit die Finanzierung solide ist. Das Baukindergeld wird jetzt als jährliche oder vielleicht auch monatliche Rate ausgezahlt. Das nützt aber nichts, um überhaupt erstmal diese Schwelle zu überschreiten, damit man kaufen kann. Familie Restorf würde auch mieten. Doch die Preise sind so stark gestiegen, trotz Mietpreisbremse. Die Mietpreisbremse aus meiner Sicht ist überhaupt nicht wirksam. Wir sehen es ja an unserem ganz konkreten Beispiel. Wir haben jetzt ein Haus, das wir für 1.510 Euro Warmmiete mieten. Das haben wir vor 4,5 Jahren angemietet. Und wir können jetzt in ein vergleichbares Haus in der direkten Nachbarschaft ziehen. Und dort kostet es jetzt 2.000 Euro Warmmiete. Eine verschärfte Mietpreisbremse soll helfen. Die Miete des Vorgängers soll in Zukunft offengelegt werden. Könnte das etwas bringen? Wir beobachten, dass viele Vermieter die ignorieren, weil sie sagen, es passiert mir ja doch nichts. Schärfere Sanktionen hielte der Makler für wirkungsvoller. Um die Wohnungsnot zu lindern, will der Bund zusätzliches Geld für den Wohnungsbau ausgeben.
1,5 Millionen Wohnungen sollen bis 2021 zusätzlich gebaut werden. Für Familie Restorf kommt das zu spät. Wohnen wird für sie teurer werden und sie werden an anderer Stelle noch mehr sparen müssen. Tja, bis dahin steht vielleicht auch die neue GroKo und setzt ihre Ideen zum Wohnungsmarkt um. Und die kommentiert nun Achim Wendler vom Bayerischen Rundfunk. Mietpreisbremse sinnlos, Baukindergeld nutzlos, sozialer Wohnungsbau belanglos. Deutschland hoffnungslos. So einfach kann man sich das machen. Der Haken daran ist, bevor man meckert, müsste man sich mal alles anschauen, was Union und SPD eigentlich tun wollen gegen knappen Wohnraum und hohe Mieten. Man könnte im Koalitionsvertrag ja mal nach dem Kapitel dazu suchen. Dann wird man gleich sehen, es gibt gar kein Kapitel Wohnungsbau und Mieten, sondern das Kapitel dazu heißt lebenswerte Städte, attraktive Regionen und bezahlbares Wohnen. Ja, in dieser Reihenfolge. Bezahlbares Wohnen ganz hinten, davor attraktive Regionen. Das ist die Schwerpunktsetzung der GroKo und sie ist richtig. Denn Mietpreisbremse, Baukindergeld und sozialer Wohnungsbau reichen natürlich nicht, um Wohnraum billiger zu machen. Diese Instrumente dämpfen ja nur das Symptom. Die Ursache des Wohnungsmangels ist, dass die Leute massenhaft in die Großstädte drängen, weil es da bequem ist. Viele Regionen sind dagegen nicht bequem. Kein Internet, kein Bus, keine Schwimmhalle, keine gute Schule, kein Arzt. Union und SPD wollen das ändern. Sie wollen Strukturschwächen wirkungsvoll bekämpfen. So versprechen sie es im Koalitionsvertrag. Also Digitalisierung, Ausbau von Bus und Bahn, Ladesäulen für E-Autos, Kita-Plätze. Und zwar in den kleinen Städten, in den Dörfern. Das sind die entscheidenden Instrumente gegen knappen Wohnraum und hohe Mieten. Und sie stehen im Koalitionsvertrag. Wer den großen Wurf sucht, der muss halt auch den Blick weiten. Achim Wendler kommentierte. Während in der Metall- und Elektroindustrie ein Tarifabschluss bereits gelungen ist, stehen die Verhandlungen für den öffentlichen Dienst erst noch bevor. Damit beginnt der Nachrichtenüberblick mit Thorsten Schröder. Unter dem Eindruck der guten Konjunktur haben die Gewerkschaften ihre Forderungen für die anstehende Tarifrunde vorgestellt. Für die etwa 2,3 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen wollen sie 6% mehr Geld durchsetzen, mindestens aber 200 Euro mehr pro Monat. Außerdem fordern sie eine Ost-West-Angleichung von Sonderzahlungen wie dem Urlaubsgeld. Innenminister de Maizière wies die Forderungen als zu hoch und unerfüllbar zurück. Die Kurse an den Börsen stehen wieder massiv unter Druck. Der Dow Jones ging mit einem deutlichen Minus von 4,2% aus dem Handel. Der DAX verbuchte den höchsten Tagesverlust seit 1,5 Jahren und lag zum Handelsschluss bei 12.260 Punkten. Auch beim Elektroautobauer Tesla läuft es nicht rund. Das Unternehmen schreibt weiter tiefrote Zahlen. Tesla, dieser Name elektrisiert nach wie vor. Die Fangemeinde von Gründer Elon Musk steht fest hinter ihm und hinter seinem Produkt. Allerdings nehmen auch einige Anleger Abstand. Tesla hat mehr als eine halbe Milliarde Dollar Verlust eingefahren. Das Modell 3, womit Tesla den Massenmarkt erobern will, verschlingt viel Geld. Und es gibt grundsätzliche Probleme, Schwächen bei der Produktion und Ärger mit dem Batteriewerk. 4% büßt die Tesla-Aktie heute ein, da hilft dann auch die beste PR nichts mehr. Dennoch, Optimisten, das sind die größten Fans von Tesla. Dieser Vertrauensvorschuss hat offenbar nicht nur etwas mit dem Charisma von Elon Musk zu tun, sondern auch mit seiner Aussage, in diesem Jahr endlich profitabel zu werden. Im NSU-Prozess in München haben die Anwälte der Nebenklage ihre Schlussplädoyers zu Ende geführt. Sie kritisierten den ihrer Ansicht nach unzureichenden Aufklärungswillen der Behörden sowie zahlreiche Versäumnisse und Fehler bei den Ermittlungen. Die Plädoyers der Verteidiger sollen nach den Plänen des Gerichts Mitte März beginnen. Rechtsterroristen des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds hatten zwischen 2000 und 2007 9 Menschen mit Migrationshintergrund und eine Polizistin ermordet. Nach dem schweren Erdbeben in Taiwan ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 10 gestiegen. Mehr als 260 Menschen wurden verletzt. Rettungskräfte suchen weiter nach mehreren Vermissten. Die Bergungsarbeiten konzentrieren sich besonders auf Gebäude, die nach dem Beben in der Nacht zum Mittwoch in eine gefährliche Schieflage geraten waren. Die Erdstöße der Stärke 6 hatten an der Ostküste schwere Schäden verursacht. Das Europäische Parlament will die halbjährliche Zeitumstellung in Europa auf den Prüfstand stellen.
Die Abgeordneten forderten die EU-Kommission auf, Vor- und Nachteile der Sommerzeit zu untersuchen. Abhängig vom Ergebnis könnte die Zeitumstellung abgeschafft werden. Seit 1996 stellen die Menschen in der ganzen EU im März und Oktober die Uhren eine Stunde vor bzw. zurück. Befürworter argumentierten damals mit möglichen Energieeinsparungen. Kritiker sehen unter anderem gesundheitliche Risiken. Zu sagen, beim Karneval verstehen die Kölner keinen Spaß, ist was total anderes, als zu sagen, ihren Karneval nehmen die Kölner sehr ernst. Für den ersten Satz würde ich einen Shitstorm ernten, und zwar zu Recht. Denn die Kölner verstehen sehr wohl was von lustiger Traditionspflege. Und wie ernst sie es damit tatsächlich meinen, zeigt eine aktuelle Debatte. Angestoßen von Kölns Oberbürgermeisterin, die jüngst beklagte, der Karneval sei zu einem Massenbesäufnis verkommen. Die Auswüchse sind ziemlich gut auf diesem Plakat zu sehen. Mit Kulturpflege hat das dann wirklich nichts mehr zu tun. Nun könnte man sagen, nur Narren nutzen den Karneval für Saufexzesse, aber lustiger wird es dadurch auch nicht. Demian von Osten. Es ist die andere Seite des Karnevals. Wildpinkler, Alkohol und Müll rund um die Feiermeilen in Köln. Ich bin eben durch eine Straße gegangen, wo schon überall die Kotze rumlag. Das fand ich widerlich. Ja, es ist eine Entwicklung der letzten Jahre. Aber ich denke eher, dass es ein allgemeingesellschaftliches Problem als ein Karnevalsproblem ist. Der Tiefpunkt in dieser Session war der 11.11., ein Samstag. Es kamen mehr Menschen nach Köln als sonst. In einigen Stadtvierteln liefen Feiern aus dem Ruder. Anwohner beschwerten sich über Saufgelage, Müll und Urin. Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker kritisierte, Karneval gleiche immer mehr einem allgemeinen Besäufnis. Anwohner der Partymeilen gingen vergangene Woche auf die Straße. Sie forderten wieder normalen Straßenkarneval statt Straßenkrawall. Die Stadt hat reagiert. 10-mal so viele Toiletten, mehr Zugangsbeschränkungen, bessere Organisation. Alex Lechleutner ist ärztlicher Leiter beim Rettungsdienst in Köln. In sogenannten Unfallhilfsstellen behandeln sie kleine Verletzungen vor Ort. Viele freiwillige Rettungskräfte sind dieses Jahr zusätzlich dabei. Mehr Einsätze als im vergangenen Jahr gibt es bis zum frühen Abend nicht. Dass der Karneval wilder geworden ist, sieht Lechleutner nicht. Mehr zu tun hätten sie aber schon. Es gibt immer mehr Menschen, die mitfeiern wollen. Und es gibt deswegen auch immer mehr Menschen im Anteil sozusagen, die übermäßig Alkohol oder auch anderes konsumieren. Bei den Karnevalsvereinen hat die Kritik der Oberbürgermeisterin jedenfalls Kopfschütteln verursacht. Christoph Kuckelkorn, der Chef des Festkomitees, reagiert scharf. Wer behaupte, Karneval wäre nur Saufen und sonst nichts, der füge dem Karneval schweren Schaden zu. Da wir alle eine positive Feierstimmung in Köln haben, die nicht von Exzessen und Alkohol geprägt ist, sondern von einer Ausgelassenheit und einer Fröhlichkeit, können wir das gar nicht so nachvollziehen. Es trifft uns jetzt zu einem Punkt im Herz, den wir gar nicht nachvollziehen können. Straßenkarneval, das bedeutet 6 Tage Ausnahmezustand in Köln. Für die allermeisten friedlich und fröhlich. Wir haben Liebe füreinander. Ich kenne diese Menschen nicht. Ich kenne diese Menschen nicht. Ich auch nicht. Aber ich liebe ihn. Ich liebe dich auch. Ein bisschen. Da hat er Bützchen bekommen. Cool. So einfach geht das. Viele Jecken ärgern sich, dass zu viel über jene gesprochen werde, die deutlich über die Stränge schlagen. Olympischer Einmarsch auf Nordkoreanisch. Einen Tag, bevor die Jugend der Welt im südkoreanischen Nachbarland die Winterspiele zu feiern beginnt, hat in Nordkorea eine Militärparade stattgefunden. Mit tausenden Soldaten in Gleichmarsch und Stechschritt mitten in der Hauptstadt Pjöngjang. Nicht zu verwechseln mit Pyeongchang im Süden, wo morgen zum Glück kein Feuer eröffnet wird, sondern mit dem Entzünden der Flamme die Olympischen Winterspiele. Denn so grotesk es klingt, der Süden wertete die Parade von Machthaber Kim Jong-un als positives Zeichen, weil sie kleiner ausgefallen sei als vergleichbare militärische Machtdemonstrationen der Vergangenheit. Nun, die zuletzt erfolgte ganz zarte Annäherung der beiden Staaten wird morgen im Zeichen der Ringe wohl zudem eine Fortsetzung finden. Zur Eröffnung will Kim Jong-un nämlich unter anderem seine einflussreiche Schwester schicken. Es wäre das erste Mal, dass ein Mitglied der seit 3 Generationen in Nordkorea herrschenden Kim-Familie nach Südkorea reist. Warten wir es ab und schauen mit Sascha Storfner, wie es rund um die Sportstätten aussieht, am Tag vor den Spielen in Pyeongchang.
Karneval, auch in Korea. Sie tanzen den traditionellen Nong-Ak-Tanz mit Hutkreiseleinlage. Eine Freudenparade zu Ehren der Spiele. Und 100 Koreaner kochen Kaffee für die Gäste der Stadt Kangwon. Austragungsort für Eishockey, Eiskunstlauf und Co. Südkorea gerät immer mehr ins Fieber der Winterspiele. Man rückt näher zusammen, auch wegen der Kälte. Der Bürgermeister von Gangwon mit seinen Kindern im Gefolge kann es kaum mehr erwarten, dass es endlich losgeht. Wir wollen Olympische Spiele des Friedens. Sie, die Sie aus Deutschland sind, sollten wissen, jetzt sind wir, Korea, das einzige geteilte Land der Welt. Geteilt ja, aber für die Spiele kommen sie rüber, handverlesene Nordkoreaner, mit dem Zug, dem Bus und sogar mit der Fähre. Dafür wurden die Sanktionen eigens aufgehoben. Cheerleader, Musiker, Sportler kommen über die Grenze und ins olympische Dorf. Da wohnen sie nun, schräg gegenüber vom Team Deutschland. Wir haben sie schon beim Essen gesehen. Aber wir haben noch nicht mit ihnen gesprochen. Ich habe die Nordkoreaner auf dem Eis gesehen. Sie wirken nett. Genauso nett wie die südkoreanischen Helfer und Zuschauer. Genau, Zuschauer. Ein Problem. Die Tickets sind teuer und verkauften sich schleppend. Kurz vor der Eröffnungsfeier werden die Restkarten angeboten. Denn dann soll es richtig brummen. So wie heute Abend beim Konzert des nordkoreanischen Orchesters Samjeon im Olympiaort. Viele Südkoreaner kamen nicht mehr rein, andere protestierten. Für die Wiedervereinigung die einen, gegen Nordkorea die anderen. Wieso sollten wir bei den Olympischen Spielen unter der Vereinigungsflagge starten, wenn wir doch eine eigene haben? Korean National Flag? Am liebsten würden sie in Pyeongchang Schnee über solche Konflikte rieseln lassen. So oder so, es ist angerichtet für die Spiele. Im Stadion proben sie schon für die bombastische Eröffnungsfeier. Eine Choreografie aus traditionellen und modernen Elementen. So wie Korea sich bei den Olympischen Spielen gerne präsentieren will. Tja, modern und traditionell in einem. Da sind wir sofort bei Carsten Schwanke und den Wetteraussichten. Ich habe sogar etwas gefunden, und zwar ein modernes Foto, aufgenommen von einem Heißluftballon von einer traditionellen Wetterstation, und zwar auf dem Brocken im Harz. Hier, das ist die Wetterstation, die übrigens seit 1895 das Wetter auf diesem oftmals windumtosten Berg misst. Sehr interessant, oben auf diesem baumfreien Plateau, da liegt natürlich nicht so viel Schnee wie am Rand. Man kann es hier am Bahnhof erkennen, dort stapelt sich der Schnee meterhoch, hier an diesen Menschen zu sehen. Offiziell misst die Wetterstation eine Schneehöhe von 1,48 Meter, aktuelle Temperatur minus 10 Grad. Der Winter ist angekommen in Deutschland und so wird es auch heute Nacht überall frostig sein. Und zwar vor allem in der Nordhälfte, wo es sternklar ist. Nach Süden hin gibt es ein paar Wolkenfälle. Aber wie gesagt, Frost überall. Temperaturen morgen früh minus 4 bis minus 7 Grad. Über Schneeflächen in den Mittelgebirgen oder zum Beispiel Richtung Vorpommern kann es sogar noch kälter sein mit minus 10 bis minus 13 Grad. Morgen Vormittag starten wir dann mit viel Sonnenschein im Norden, in der Mitte, im Süden nicht so sehr. Hier ist es stark bewölkt. Und am Nachmittag kommen auch noch stärkere Wolken in den Westen hinein, am Niederrhein, westlich davon. Und später dann, wenn es schon dunkel ist, auch im Emsland, kann es leichten Schneefall geben. Ansonsten bleibt es morgen trocken. Die Temperaturen erreichen tagsüber plus 1 bis plus 5 Grad in den Mittelgebirgen. Und ganz im Nordosten an der Oder gibt es auch tagsüber leichten Frost mit rund minus 1 Grad. Der Wind weht dazu aus südlichen Richtungen. Und damit zu den weiteren Aussichten. Am Samstag bestimmen viele Wolken das Wettergeschehen. Die Sonne kommt kaum noch durch. Es bleibt meistens trocken, vielleicht ab und zu mal eine Flocke. Der Sonntag wird schon turbulenter. Es wird windiger, vor allem im Nordwesten, teilweise auch stürmisch. Und dazu fällt anfangs Schnee, der vor allem im Westen dann tagsüber in Regen übergeht. Es wird milder, aber am Rosenmontag wird es wieder kälter. Und aus Regen wird auch in den Karnevalshochburgen eher ein bisschen Schnee. Ausgerechnet. Danke, Carsten Schwanke, für die Aussichten, mit denen wir uns jetzt verabschieden. Hier im Ersten folgt der gerade erst ausgezeichnete Irrsinn der Woche in Extra 3. Im Anschluss feiert dann Wiegald Boning Sketchlegende Dieter Krebs und neue Nachrichten bringt dann das Nachtmagazin mit Gabi Bauer heute um 0:15 Uhr. Wir sagen bis morgen, 9:45 Uhr, wenn Sie mögen.